Also mein Name ist Goebbels, ich bin Küster hier in Borchemich an der Kirche St. Martinus, schon seit 2010. Vorher hat das meine Mutter gemacht, circa 20 Jahre lang. Im Jahr 2000 hat dann mein Vater diesen Pfad übernommen, 10 Jahre lang bis 2010, wo er verstarb, und dann habe ich es dann weitergemacht. Also als Küster hat man zunächst mal die Vorbereitungen zu treffen für die Gottesdienste, die ja hier nach wie vor noch an jedem Wochenende stattfinden, sei es Wochgottesdienst feiern oder auch heilige Messen. Man muss sehen, dass die Kirche beheizt ist jetzt im Winter, dass die Vorbereitungen getroffen werden bezüglich die Unterlagen, Gebrauchsgegenstände für den Pfarrer und so weiter parat machen, Messgewänder und so weiter. Und hat natürlich auch Aufgaben, die Pflege der Gewänder, der Kerzenleuchter, alles, was hier so steht. Ja, nun, da haben wir uns hier langsam mit abgefunden inzwischen. Wir haben ja Jahrzehnte gekämpft, das eventuell doch noch zu verhindern, das Abbaggern von RWE Power. Aber nun ist es tatsächlich so, man muss jetzt nach vorne sehen. Wir haben jetzt inzwischen damit begonnen, in Borchemich neu eine adäquate Kapelle zu bauen. Die ist also schon sehr gut in der Mache und wir gehen davon aus, dass die spätestens im Frühjahr nächsten Jahres schon eingeweiht wird und gebraucht werden kann. Ja, also voraussichtlich spätestens am Jahresende, also jetzt 2014. Ich würde ja gerne haben und auch sicherlich hier die Gläubigen auch aus dem Ort, dass wir nochmal Weihnachten zum letzten Mal hier feiern können, 2014, und dann anschließend die Kirche entwidmen. Aber wie gesagt, das hängt jetzt nicht davon ab, was wir wollen, sondern auch wie die Baufortschritte sind in Neuborchemich. Man kann ja nicht einfach sagen, so, jetzt machen wir da einen Monat Pause, nur damit wir hier noch Weihnachten feiern können. Also das muss dann natürlich auch mit dem Architekten und mit allen abgesprochen werden. Also aus der Kirche wird so gut wie alles mitgenommen, nur die Bänke nicht. Und der Beistuhl. Nee, die Fenster, die sind wohl angedacht, unten die kleinen Fenster am Hauptportal links und rechts, dass die eventuell integriert werden können. Ansonsten. Also ich habe jetzt zunächst mal 61 Jahre hier im Ort gewohnt. Ich bin hier geboren, zur Schule gegangen, bin hier, wie gesagt, 62 Jahre fast ansässig. Und habe dann mit meiner Familie in Neuborchemich auch ein Haus gebaut. Inzwischen leben wir da auch circa anderthalb Jahre schon und haben uns auch schon, ich denke mal, eingelebt. Es war natürlich anfangs sehr schwer, aber mittlerweile, denke ich, klappt das schon ganz gut. Man muss auch, wie gesagt, nach vorne gucken. Man kann nicht immer nur Trübsal blasen. Das ist jetzt nun mal so. Und da muss man sich mit abfinden. Das ist genau wie mit einer Krankheit, sage ich mal, die dann plötzlich kommt und man muss das Beste draus machen. Dem Fenster, da war ich vielleicht 8 oder 10 Jahre. Und da wurde dafür hier gesammelt. Und da wurde mit so einem Handkar hier durch die Borchemich gefahren und da wurde hier gesammelt. Und das ist eben das, wenn man darüber nachdenkt, das tut weh.
Also man darf nicht nachdenken, sowas. Ich meine, ist egal, ob ich jetzt oben der goldene Hahn nehme, den wir haben, oder irgendwie von der Orgel. Man hat sowas mitgemacht im Leben. Ich bin jetzt knapp 72 und dann denkt man schon etwas anders darüber nach. Es ist doch ein Stück Heimat und es tut weh, sowas. Und wenn man überlegt, auch wieder auch da hier, das sind alles, der ist ja nicht, das weiß ich noch hier, aber es sind Sachen, wo man darüber nachdenken soll. Fenster. Ist schön, ist sowas. Wie hier die Fenster und sowas. Also ich weiß auch damals, aber damals war, ich weiß es nicht genau, ich glaube, was um 150 Mark, was war das, 200 Mark? Aber wie gesagt, da ist jetzt schon, Moment, bald 55 Jahre her. Das ist, und wenn man hier überlegt, ist es eine schöne Kirche hier. Aber wie ich dazu sagt, leider. Ich bin hier geboren. Ich bin 1942 hier geboren. Meine Söhne haben hier Kinderkunde mitgemacht, meine Söhne haben hier geheiratet drin. Also das ist alles, wie soll man das sagen, ein lebendes Schicksal ist das und man kann es nicht vergessen. Man kann sowas nicht vergessen. Sowas. Wenn ich überlege, wie damals hier mit draußen haben wir mit Blumen über den Teppich gemacht für den Bischof und alles. Wie gesagt, wir haben hier ein Dorf von knappe 600 Einwohner und das ist schon, das ist ein übermäßig großes Dorf. Ne? Aber alles mit dem, genau wie wir es hier auf dem Friedhof, den wir haben, der zum Teil ja auch schon weg ist, mit den 13 Nothelfern, die jedes Jahr abgegangen werden, hier der Kreuzweg. Noch ist es dieses Jahr hier, ich glaube, nächstes Jahr ist es nichts mehr hier, dann ist es hier tote Hose. Dann ist es echt vorbei. Sowas. Wir sind von der Pfarrei weggekommen, wir sind jetzt eine Kapellengemeinschaft und es ist eben auch der Lauf der Welt. Ich meine, ich muss mal sagen, so, ne? Man darf nicht darüber nachdenken, also dann kriegt man irgendwie Emotionen. Das darf nicht sein, sowas. Aber es ist eben so und man muss damit leben. Genauso, wenn man sich überlegt, wir hatten hier mal Besuch, hatten wir hier, also ich privat. Hier die Anlage hier draußen ist, die waren von Bayern, die haben gesagt, also sowas haben wir noch nicht gesehen. Wir hatten damals hier drei Rentner, die haben hier Tag für Tag drin gearbeitet. Und die ganze Anlage drumherum ist hier, das war ein Traum. Es war ein Traum. Jetzt ist der mittlerweile schon größtenteils alles abgebaut, wie die Lordesbrücke und Kriegerdenkmal, Krawallenberg, ist ja mittlerweile alles weg, weil es ja auch zerstört wird. Da steht der Martinus, der hat eine Anlage gestanden und dann sind eben Sachen, man kann es nicht vergessen. Und man darf auch nicht darüber nachdenken, darf man auch nicht. Man darf nicht, also es tut wirklich so Sachen. Wenn man hier drin sitzt, dann denkt man, es tut weh.